Das ist Robokino und das war's mit Staffel 2 von The Mandalorian. Ja, es ist rum 8 Folgen und wer jetzt nicht gespoilert werden will, der schaut besser erst wieder rein, sobald er alles gesehen hat. Hier gibt's direkt am Anfang die fette Spoiler-Warnung. Ich spreche über alles, was da passiert ist und es war halt einfach eine Menge. Aber wir legen erstmal los mit Folge 7, denn darüber habe ich noch gar keine Folge gemacht und die war auch richtig gut. Es war die bislang eigentlich einzigste Folge, in der Grogu, das Kind, also nicht vorkam. Der Mandalorianer musste an Informationen rankommen, wie er auf oder wie er Gideons Schiff findet. Dazu braucht er die Hilfe eines Ex-Imperialen, nämlich Mayfeld. Den holte dann Cara Dune ab. Mayfeld, gespielt von dem bekannten amerikanischen Comedian. Ist er Amerikaner oder Kanadier? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Schreibt es bitte in die Kommentare, aus welchem Land Bill Burr kommt. Auf jeden Fall eine ganz dicke Nummer, der Typ. Und er hat eigentlich in der ersten Staffel in seiner Rolle auch schon abgeliefert, obwohl das jetzt nicht die wichtigste Rolle oder die wichtigste Figur überhaupt war. Hier allerdings, da dachte ich schon, ja, jetzt holen sie ihn wieder zurück, weil sie ihm wahrscheinlich dem Bill Burr einen Gefallen tun wollen oder eine Wette verloren haben oder so. Aber tatsächlich hatte diese Rolle so eine abartige Substanz. Und normalerweise ist Star Wars jetzt nicht unbedingt bekannt für die geilsten Dialoge überhaupt. Also es sind jetzt nicht nur dumme Wortfetzen, die da durch die Luft fliegen, aber es ist jetzt halt auch nichts Gewichtiges oder selten mal. Und dieser Folge, das war aber richtig krass, denn Mayfeld hatte einen richtig guten Dialog mit den Jaren selbst, der seine Rüstung ablegen musste, um eine militäre Imperiumskluft sich überzustülpen. Und dann ging es rein in eine übrig gebliebene Imperiums-Militärbasis, die da echt fiese Waffen herstellen wollten. Schon mal da drin gab es dann auch erstmal das Problem, man musste an einen imperialen Terminal und das funktioniert nur über Gesichtsscan, denn normalerweise beim Imperium sind eigentlich keine Aliens erlaubt. Der einzige ist der bereits erwähnte Admiral Thrawn. Sonst niemand. Und um da keine Daten zu stehlen, wird erstmal der Scanner schauen, ist da auch kein Alien dran, ne? Das sind halt abartige Rassisten, das Imperium. Also anders kann man es nicht sagen. Den Jaren geht dahin, denn Mayfeld hat da seinen alten Chef wieder erkannt und hat da keinen Bock, dem zu begegnen und deshalb die Mission zu gefährden. Und dann macht den Jaren etwas, er nimmt seinen Helm ab. Und das ist halt richtig krass, denn er fängt an zu spüren, da gibt es noch etwas, was über seinem Glauben steht, nämlich der kleine Kerl. Und das fand ich richtig gut, welche Charakterentwicklung Din Djarin einfach in dieser Serie durchgemacht hat. Wirklich der Hardcore-gläubige Alt-Mandalorianer, niemals den Helm abziehen und so weiter. Und hier hat einfach der Kleine sein Herz berührt und er tut alles, wirklich alles, was nötig ist, um den zu kriegen. Dann gab es so eine Dialogszene eben mit diesem imperialen, hochdekorierten Typen, der echt ein Riesendrecksack war. Und in dieser Szene hat Bill Burr einfach performt. Ich konnte spüren, was in ihm vorgeht, was er gefühlt hat. Also das war großartig. Riesenkompliment an den Herrn. Fantastisch gespielt, großartig geschrieben. Und dann überlegte ich mir, Bill Burr, also Mayfeld, der ist eigentlich ein ehemaliger Imperialer, der halt wohl desertiert ist. Und dann so krass unterwegs ist, hätte das nicht vielleicht sollen Finn sein? Mal ganz im Ernst, statt dieser lächerlichen Figur. Also ganz im Ernst. Also wäre Finn so gewesen. Hammer. Gut, so war sie in Mayfeld. Toll. Spitzenfolge. Und sie kommen dann eben an die Koordinaten
ran nach einer richtig coolen Schießerei. Jetzt kommt's zur achten Folge. Boba Fett und Din Djarin schnappen sich Bo-Katan und ihre Kollegin Cara Dune ist sowieso dabei und dann geht's ab auf das Schiff von Grand Moff Gideon und dann rappelt's halt richtig. Da muss ich aber sagen, diese Schießerei, die war jetzt nicht besonders geil. Also selten dämlichere Sturmtruppen gesehen. Also man darf jetzt auch nicht alles in den Himmel heben. Also die waren wirklich kein Wunder, dass da das Imperium keine Chance hatte. Das waren wirklich die miesesten Sturmtruppen ever. Die haben sich einfach nur weglatzen lassen. Wer dann halt natürlich wieder krass war, waren die Dark Trooper. Die haben halt richtig performt. Und die stellten gerade zum Ende eine große Bedrohung dar. Und dann kam noch ein Konfliktpunkt, denn Din Djarin besiegte Gideon im Zweikampf und eroberte dadurch die Dunkelklinge. Und wer halt schon die alten Serien kennt, der weiß, das kann nur im Kampf gewonnen werden, diese Waffe, und damit auch das Recht, Mandalore anzuführen. Und jetzt hat Din Djarin dieses Ding und Bo-Katan kann sich nicht einfach ihre Klinge nehmen und dann ist gut, nee. Und da merkt man auch schon, wie pissed die Dame ist und Gideon findet das halt super lustig. Dann kommen eben die Dunkelelfen, die Dark Troopers kommen zurück und gegen die, ja, da sieht man halt kein Land. Und dann kam eine, für mich persönlich, eine der stärksten Star Wars Szenen überhaupt. Die Landung eines X-Wings und der Auftritt einer Gestalt in Schwarz, die ein grünes Lichtschwert zuckt und den Dunkelelfen, den Dark Troopers, mal so richtig den Hintern versohlt. Es ist Luke Skywalker, R2-D2 auch noch dabei. Also ich hatte Gänsehaut ohne Ende. Schreibt mir, wenn es euch anders ging. Ich fand das irre cool und am Ende halt diese schöne Trennung von Grogu und Din Djarin, der halt auch nochmal seinen Helm abnimmt, dass Grogu sein Gesicht sieht und ihn nochmal berühren kann. Aber er hat gesagt, ich besuch dich, Kleiner. Also das war irre gut. Und beim Erzählen über diese letzten beiden Folgen jetzt, also Mayfeld war richtig stark. Der Auftritt von Luke Skywalker, das hat keiner kommen sehen. Das war der Hammer. Wie geht's jetzt weiter? Das ist die Frage. Es sind einige Folgen angekündigt. Oh, und falls ihr es noch nicht getan habt, falls ihr nach der Folge ausgeschaltet habt, ihr müsst da bis nach den Endcredits dranbleiben, denn da gibt's noch einen Hinweis, wie es so weitergeht, nämlich eine Sache, die nicht vorgestellt wurde zuletzt bei diesem Star Wars Vorstellungswahn mit Kinofilmen, diversen Serien und sowas. The Book of Boba Fett, was das genau sein wird, das weiß noch keiner. Ist es tatsächlich eine Serie? Darüber wurde gemunkelt. Das wäre natürlich krass. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, diese Endcredit-Scene, schaut da nochmal rein, spult vor, bis dahin, was da passiert mit Boba Fett. Richtig geil, habe ich brutal Bock drauf, soll im Dezember 2021 schon starten. Egal, was es ist. Vielleicht ist es ja auch ein Film für Disney Plus. Ich weiß es bisher nur nicht. Werd euch da aber bestimmt ein bisschen was drüber wissen lassen, sobald ich es herausbekommen habe. So, ich bin immer noch total fertig, total excited. Und jetzt wünschte ich mir nur, wirklich, ohne Witz, ich wünsche mir nur, dass sie verkünden, sorry Leute, wir löschen Teil 7, 8 und 9. Vergesst die. Wir machen das jetzt gescheit weiter. Und es gab ja schon das Gerücht, dass Sebastian Stan Luke Skywalker jetzt spielen würde. Wenn man das gut genug hinkriegt, wäre ich natürlich auch vollkommen dafür, dass man halt einfach diese Deepfake-Nummer abzieht und dann halt einfach die Gesichter von Harrison Ford, von Prinzessin Leia, von Luke Skywalker nimmt. Das wäre doch absolut cool. Also das wäre fantastisch. Was meint ihr dazu? Also ich glaube, besseren Stoff zum Diskutieren in den Comments
Gibt's nicht. Das war The Mandalorian. Wenn wir mal schauen, was es als nächstes hier so gibt. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und schaut euch auf jeden Fall auch unsere neuesten Let's Plays an vom Fixu. Der spielt nämlich Cyberpunk 2077. Macht's gut. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, die Glocke zu aktivieren. Warum nicht? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.